Moin meine Gendugels und herzlich willkommen zu einem neuen Video und es ist jetzt nochmal Dying Light 2, denn ich habe einigen Content jetzt abgeschlossen, ich habe die Main Story abgeschlossen, ich habe einige der Parallelen, der Parallel Quests abgeschlossen, um es euch zu zeigen, die einzigen Quests, die ich aktuell jetzt noch aktiv habe, sind jetzt Herausforderungen oder die Mauer der Tapferkeit. Also es sind jetzt alles Herausforderungen und das ist halt, ich finde Herausforderungen halt so langweilig, wenn das in der Quest gepackt wird. Also ihr seht, ich habe jetzt auch hier X13, das ist der letzte Story-Part, abgeschlossen. Ich habe etwas Endgame-Klamotten, inklusive Waffen, die aber bloß viel zu viel Schaden machen für mein aktuelles Level. Level 7? Da? Da sollte ich eigentlich eine 366 Schadenwaffe noch nicht haben. Und was richtig schön ist, es gibt einen richtig geilen Trick, wie man in diesem Spiel Waffen unendlich oft benutzen kann. Für euch zur Info, normalerweise ist es so, ihr habt diese 210 Haltbarkeit von einer legendären Waffe und ihr könnt die, ja, ich habe jetzt Upgrades nur relativ wenig gemacht, weil ich nicht der Typ bin fürs Grinden, für diese infizierten Teile grinden. Und normalerweise könnt ihr, wenn ihr diese Upgrades dort reinsetzt in die Waffe, wieder die Haltbarkeit erhöhen. Allerdings, es gibt diesen wunderschönen Talisman, den Coric Charm. Wenn ihr den einmal benutzt, oh, guck mal. Oh, ich bin wieder bei 210. Oh, guck mal. Oh, ich könnte ihn schon wieder benutzen. Hm. Oh, was heißt das denn bloß? Oh, oh, oh. Guck mal. Hm. Ihr könnt Waffen theoretisch gesehen wirklich permanent benutzen, solange ihr eben diesen Talisman-Stecker habt. Und das ist halt der Punkt. Das ist was sehr, sehr cooles. Dann. Okay, ist halt kurz gleich. Dann Nummer 2. Es ist halt sehr, sehr komisch. Diese ganzen Airdrops hier unten sind Level 7 bis 9 Aktivitäten. Das heißt, ihr könnt, sobald ihr hier in das Spiel hereinkommt, das ist hier, by the way, hier betretet ihr den Zentraldistrikt. Ab dem Punkt könnt ihr hier runterrennen. Das heißt, ihr könnt als Level 2 oder 3 Charakter auf einmal Level 9 Waffen haben. Ihr klatscht alles mit einem Schlag um. Dann der nächste Punkt. Ihr seht, hier sind immer noch ein paar Fragezeichen, weil ich einfach bloß noch in den letzten paar Stunden einfach bloß Free Roam war, weil es einfach unfassbar viel Spaß macht, mit dem Parcoursystem hier durch die Welt zu rennen. Aber noch was für die Leute, die sich halt denken, Moment, hier sind doch diese Funktürme. Da ist ja eine Ausdauer. Ja, wie sag ich? Ein kleiner Rat, wie viel Ausdauer ihr haben solltet, um dort hochzukommen. Bei dem Turm stand 500. Das steht auch bei diesem Funkturm und ich glaube auch bei dem Funkturm hier oben. Das ist Quatsch. Ich bin auf diesen Turm mit 320 Ausdauer, ich bin auf den Turm mit 440 und auf den Turm mit 380. Der Turm ist während der Story verfügbar, deswegen der hat plus 200, das ist vollkommen in Ordnung. Ihr seht, ich habe 500 Ausdauer, 480 Leben, ich könnte bald noch ein Upgrade machen, ich habe die meisten Parcours-Fähigkeiten. Das Witzigste ist tatsächlich der Wall Run, das ist sehr cool, das der feste Griff ist relativ wichtig, habe ich mittlerweile gemerkt. Das Ausweichen ist ganz lustig. Der Übersprung ist ganz lustig. Ansonsten, was hat man noch? Ja, der Kraftangriff, das Abstechen, Attacke abwehren. Das ist eine sehr, sehr coole Fähigkeit. Einfach bloß um eine Szene aus dem E3-Trailer nachzustellen, wie Aiden halt mit einem Zombie aus dem Hochhaus rausspringt. Was immer noch möglich ist. Und dieser Zombie ist tatsächlich dann ein 100% Fallschaden Negate. Weil, egal aus welcher Höhe ihr mit dem Zombie dort rausspringt, ihr werdet nicht sterben. Oder mit einem Typen. Ansonsten, ja, logischerweise auch das Sliden ist ganz cool, weil es halt wirklich unfassbar smooth funktioniert. Der Doppelsprung, da muss ich sagen, der funktioniert nicht immer. Also, selbst wenn ich versuche es zwar immer wieder, diese Teile ein bisschen abwechselnd zu machen, aber es funktioniert nicht immer. Das gleiche, dieser Drehsprung, das ist halt. Ne. Das finde ich halt was, das werde ich definitiv nicht anwenden, weil ich finde es halt dumm. Weitersprung, auch sowas funktioniert auch nicht immer. Bestürmen funktioniert zum Glück immer, der Feinsprung funktioniert aktuell immer. Die Aktivlandung funktioniert zum Glück immer. Aber egal, um euch einfach mal ein kleines bisschen was vom Parcours zu zeigen. So, es gibt jetzt auch immer diese kleinen Aufzüge hier im Spiel, was sehr, sehr cool ist.
Weil, wann hat Dying Light am meisten Spaß gemacht? Genau, wenn ihr von oben herab losgerannt seid. So. Was jetzt allerdings noch ein Punkt ist im E3-Trailer, hier sehen wir zum Beispiel, dass hier Weizen angebaut wird, um die Leute zu versorgen. Wenn wir im E3-Trailer halt geguckt haben, waren alle Dächer komplett voll mit dem Getreide. Was optisch wunderschön ist, weil ich finde tatsächlich so eine fetten Getreidefelder optisch sehr ansprechend. Also alles, was dort grün war hier auf den Dächern, war Getreide. Und dass das jetzt halt gegen normales Gras ausgetauscht war, ist jetzt eine optische Entscheidung, die kann man jetzt anzweifeln. Ich finde es tatsächlich nicht sehr schön, aber gut, es ist eine Entwicklerentscheidung. Was auch noch cool ist, der Grappling Hook, der ist jetzt nicht einfach nur ein Tool, um sich halt hochzuziehen, sondern um zu schwingen. Und der Parachute, der funktioniert genauso wie im E3-Trailer. Ihr habt noch einen Boost, was den Parachute tatsächlich komplett OP macht. Dann der nächste Punkt, um diese Abklippen zu überrennen, könnt ihr den Wallman machen. Was unfassbar befriedigend ist, denn was macht beim Parcours besonders viel Spaß im Spielen? Wenn ihr den möglichst effizienten Weg findet auf eine kurze Zeit. Das macht einfach bloß Laune. Sag mal, wie beschreibe ich's? Ja, hier Nightrunner. Versteck. So. Dann haben wir das nächste Versteck angegriffen. Okay, das will nicht funktionieren. Okay, Leute, es gibt tatsächlich aber noch ein... Es gibt aber tatsächlich noch was... Das habe ich beim Spielen gemerkt. Und zwar bei dieser Windmühle und bei dieser Windmühle war es, glaube ich. In diesen Windmühlen war es so, ihr musstet dort von einer Stange, die sich nach oben und unten bewegt, zur anderen Stange, die nach unten sich und nach unten und unten bewegt, schwingen. Folgendermaßen, ich hatte einen Bug, der es mir nicht ermöglicht hat, auf normalem Weg auf diese Windmühle zu kommen. Ich bin vom VNC Tower hier rüber geflogen. Ja, das funktioniert, wenn ihr genügend Ausdauer habt. Und den Parachute auf Rank 3 gehabt habt, weil dann seid ihr schnell genug. Oder was? Ne, es war die hier. Es war die hier. Und zwar, wenn ich mich an der ersten Stange festgehalten habe, ihr müsst warten, bis die Stange hochfährt. Ich hatte teilweise den Bug, dass meine Spielfigur in der Luft gehangen hat, während die Stange weiter hochgefahren ist. Also, ich hing weiter hier, während die Stange weiter hochgefahren ist. Oder ich bin geschwungen und ich bin auf einmal nach links weggeflogen. Das hat es mir unmöglich gemacht, auf diese Windmühle zu kommen. Ich habe dort mehrere Stunden, oder ich habe immer wieder gecycelt. Ich bin weggegangen, habe gedacht, gut, vielleicht muss ich das Game kurz resetten an dem Punkt. Nada. Pustekuchen. Ich bin noch nicht hochgekommen. Und das scheint gerade auch wieder so ein Bug zu sein, der einfach das ausmacht. Ja, ich krieg den Nightrunner Hideout nicht. Gut. Aber egal, Heilung ist immer schön, weil ihr seht, ich habe bloß 3, weil hier ist tatsächlich so, es ist nicht so ultimativ leicht, einfach tausende Medkits anzuhäufen. So. Die Stellen sind auch cool, weil ihr könnt ganz klassisch drunter durch switchen oder drunter durch rutschen. Allerdings, wenn ihr dort oben gegenspringt, hat Aiden sogar eine extrem smooth Animation dort durch. Also das muss ich sagen, das haben sie echt gut hinbekommen. Dann, was auch noch geil ist, das habe ich gerade dort gesehen. Diese wunderschönen Stangen. Ihr könnt an die Stangen ranspringen und dann... Hui! Weiterrennen. Ist auch so ein Punkt, die... Gut, die resetten sich instant wieder, aber das ist in meinen Augen vollkommen in Ordnung. So. Gut, da hat es jetzt schon welche nicht funktioniert. Ich habe jetzt den Doppeljump gemacht, hat nicht funktioniert. So, manchmal könnt ihr auch einfach den Haken benutzen, um euch ein bisschen zu boosten. Der ist nämlich tatsächlich ein kleines bisschen schneller, als wenn ihr rennt.
Junge. Nope. Ja, lass mich in Ruhe. Also, ich muss ehrlich sagen, vom Parcoursystem her, mega, mega gut. Dieses Stealth-System in den Dingern teilweise ist komplett egal. So, pass mal auf. Jetzt will ich das nochmal zeigen. Komm mal her. Komm mal her, mein Hübscher. Ja, oder ihr kommt halt alle. Ist ja scheißegal. Komm mal ran, Junge! Okay. Geil. Geil, ich bin auf der Stange gelandet mit dem Typen. Super. Okay, aber das basically macht ihr dann mit dem Zombie. Ihr stürzt euch mit dem zusammen dort runter. Was dafür sorgt, dass der Zombie halt definitiv stirbt und ihr überlebt. Ja, Hemmstoffbehälter, hier ist halt dieser GOE-Output. Was der Punkt ist, ich habe sogar, glaube ich, alle Anomalien gemacht. Weil ich finde die Anomalien deutlich interessanter, als jetzt wirklich diese scheiß GOE-Teile durchzugrinden. Ich muss sogar ehrlich sagen, dass ich die GOE-Impflabore scheiße finde. Das Stealth-System schön und gut, aber... Übrigens, was ich wieder gut finde, ist ein definitiver Anstieg des Schwierigkeitsgrades, was jetzt die Schattenjäger angeht. Im ersten Teil war es so, ab einem gewissen Punkt konntet ihr die Schattenjäger umkloppen. Ab diesem Zeitpunkt waren sie keine Gefahr mehr. Ich habe hier in diesem Spiel bis jetzt nur während eines gescripteten Events in der letzten Main Story Schattenjäger umgekloppt und einen einzigen im Free Time. Und der stand in einer UV-Lampe. Deswegen konnte er sich nicht wehren. Ansonsten werde ich von Schattenjägern teilweise in zwei Schlägen umgekloppt. Trotz der 500 Leben. Was ich gut finde, das sorgt dafür, dass Schattenjäger eine fucking Bedrohung sind. Was sie auch sein sollen. Was mein Problem ist bei den Jagdstufen, ist tatsächlich, dass die Jagdstufen extrem schnell verloren werden können. Durch den Parachute zum Beispiel oder durch einfache Parkour-Momente. Und dass die Schattenjäger vereinzelt ab Stufe 3 kommen und erst komplett durch alle ersetzt werden, wenn es Stufe 4 ist. Ich habe einmal Stufe 4 geschafft, weil ich es tatsächlich herausgefordert habe und habe mich einfach auf den Punkt gestellt, wo die Schattenjäger nicht hinterher kamen. War eine in der Luft hängende Plattform, wo man nur mit einem Parachute drauf kam. Und da kamen die Schattenjäger nicht hin, aber ich war immer noch in der Line of Sight, dass die Zombies mir hinterhergerannt kamen, aber nicht zu mir kamen. Dann habe ich dann gewartet. Und dann wurden halt alle Infizierten gegen Schattenjäger ersetzt. Das ist dann so ein Moment, wo ich mir denke, yo, abbauen! Wäre die beste Idee. Aber das war's. Die Outposts sind jetzt hier keine große Herausforderung. Fand ich jetzt zumindest persönlich. Dann diese kleinen Kabelpuzzles, die sind ganz schön, die sind ganz nett für einen kleinen Unterschied. Die Main Story ist tatsächlich unterhaltsam und spannend. Also im Vergleich zu Dying Light 1 definitiv. Aber die ganzen Nebenaktivitäten, also ja, die GOE-Anomalien, die werden nach dem zweiten Mal auch langweilig, weil es halt immer wieder der gleiche ist. Dann der Punkt ist, die sind auf Level gebunden. Ich habe den GOE-Anomalie mit zwei Schlägen umgekloppt, weil ich mit der Waffe dorthin bin. Dann ihr seht, ich habe einfach Hemmstoffe ohne Ende. Ich habe Pilze ohne Ende. Pilze. Gut, Arznei ist jetzt egal. Medkit von Militär habe ich noch nie eins benutzt. Waffen, ich habe einen Bogen. Der Bogen ist tatsächlich ziemlich scheiße im Vergleich zu der Armbrust. Das ist auch so ein Fakt, den ich ein bisschen blöd finde, wenn ich mir die Karte angucke. Ihr habt ja dann die Möglichkeit, die einzelnen Gebiete in die Dinge aufzuteilen. Genau, hier. Ich finde halt, die PKs geben halt so viel mehr gute Sachen. Bei Autofallen locken alle Infizierten an. Die elektrischen Fallen sind tatsächlich ganz geil, um eine relativ, genau hier, so eine relativ große Gruppe einfach zu töten. Die Armbrust ist komplett geil. Die Notfalllaternen, gut, das werde ich noch rausfinden, ob die irgendwas bringen. Die Pendelfallen, gut, können auch ganz lustig sein. Und UV-Fallen. UV-Fallen sind an sich ganz cool bestimmt. Die Ziplines von den Überlebenden, die sind komplett nutzlos, muss ich ehrlich sagen.
Airbags sind komplett nutzlos. Die Landefallen sind ganz lustig, aber sind auch nutzlos. Der wiederbelebende Überlebende, ja, wenn ihr mal Fallschaden erhaltet, das hat eine Abklingzeit von 6 Minuten, das steht auch da. Wenn ihr halt in den Gebieten von den Survivors, also in den Gelben, halt zu Tode fallt, kommt halt ein Survivor und hebt euch auf. Luftöffnung ist das Einzige, was ich aus dem Teil sinnvoll erachte. Vielleicht neben den zwei Wegeseilen rutschen. Aber ihr seht, die sind auch bloß halbherzig gelegt. Also, da sind die Peacekeeper schon deutlich besser. Gut. Abschließendes Fazit. Kampfsystem in meinen Augen noch einfacher als in Dying Light 1, weil ihr könnt deutlich einfacher gegen auch Menschen den Dropkick einsetzen, was gegen die Menschen in Dying Light 1 nicht der Fall war, weil die sind gedodged, zum großen Teil. Das Parrying ist zu OP. Dann, dass die Waffen Levellisten haben, ist ganz nett, dass ihr so ein bisschen Track über euren aktuellen Game-Status halten könnt. Allerdings dadurch, dass die einen festen Spawnpunkt haben, die Levellisten, ist es leicht, das eben auszunutzen. Weil, wie gesagt, die Axt, die habe ich hier unten in den Teilen hier gefunden und die haben nur Level 7 bis 9er Teile. Ansonsten das Itemsystem, ich habe jetzt einfach irgendwas genommen, was ich optisch sehr schön finde, weil die Stats sind komplett egal. Der Wurfhaken, dass der jetzt bloß einen Schwung macht und nicht euch das komplette Gebäude hochzieht, ist ganz nett. Der Paraglider ist ganz nett. Die Fähigkeiten mit dem Wallrun zum Beispiel ist ganz nett. Der Stichnachsetzer und Vorsprungexekution sind halt ganz nett. Lufttritt, sehr, sehr cool. Ansonsten der Wurf ist wieder was aus Dying Light 1, was ich sehr, sehr lustig fand, womit man mal ein bisschen Spaß mit Infizierten hatte. Das Ding ist richtig cool. Auch die Wandkombi, der Wandsprung, der Wandlauf ist echt richtig geil. Also da muss ich sagen, das haben sie ein bisschen schön gemacht, das zu differenzieren. Aber allerdings jetzt Laufen im Gewühl ist komplett sinnlos. Heimlich bewegen, das ist komplett sinnlos, weil ihr damit tatsächlich nur eure Geschwindigkeit erhöht. Sammelstücke, ich weiß jetzt nicht, was mir das bis jetzt bringt. Außer, dass man sich anhören kann oder die Sammel... Gut, die Sammelobjekte, die haben teilweise die Safe-Kombination. Da steht es halt drauf, da habt ihr es dann drinne. Das ist dann das Nützliche, aber komplett egal. Ansonsten, ich bin ehrlich, die Herausforderung in eine Quest zu packen, ist jetzt zum Beispiel was ich absolut nicht gut finde. Gut, es ist eigentlich vollkommen egal, aber dadurch habe ich jetzt hier meine Questliste voll mit Scheiße. Gut, das ist halt auch eine Herausforderung. Und das ist es halt. Gut, aber egal. Fazit am Ende. Kaufempfehlung, definitiv. Spielempfehlung, definitiv. Spaßfaktor, ganz weit oben. Weil sowohl jetzt das Parcoursystem als auch das Kampfsystem fühlt sich wenigstens spaßig an. Es ist leicht, ja, aber es macht Spaß. Weil es ist mal wieder schön, nicht einfach bloß links, rechts die ganze Zeit nur die Maustaste zu spammen, weil das habt ihr in Dying Light 1 gemacht, sondern es ist immer schön, okay, ich blocke, springe über den drüber, trete den nächsten vom Dach runter, dann drehe ich mich um, hau dem einmal und dann trete ich dem auch vom Dach runter. Oder ich springe an die Wand, springe wieder los und trete dem wieder vom Dach runter. Also es ist ein bisschen mehr, es ist ein deutlich tiefer, das Kampfsystem, aber es ist deutlich leichter. Aber egal, Fazit, Game ist... Ich würde aktuell eine 8 von 10 geben, aufgrund dessen, da diese Bugs im aktuellen Moment immer noch ein bisschen blöd sind. Nummer 2, dadurch, dass eben diese ganzen Items, wie gesagt, Level haben. Ich kann jetzt eben mit einer 271 Schaden oder 366 Schaden Axt rumrennen und alle Infizierten im aktuellen Moment von 7, die sind mit 2 Schlägen weg. Auch Menschen mit Level 7 sind in 2 Schlägen weg. Und das macht es halt zu einfach. Aber ansonsten, Karte echt schön designt, sehr, sehr schön auch um das Parcoursystem drumherum designt, das haben sie wirklich super hinbekommen. Der VNC-Turm war eine echt schöne Quest. Fand ich sehr, sehr cool. Und ansonsten, die Spielwelt kommt mir zwar ein gutes Stück kleiner vor als in Dying Light 1,
Aber es gibt schon wieder Spekulationen, dass hier oben auch noch etwas hinkommt. Weil wir haben hier unten was, wir haben hier zwischen was, aber hier der komplette Teil ist leer. Allerdings, wenn wir hier in einem der höheren Gebäude nach hier oben gucken, sehen wir dort noch etwas. Es gibt auch schon ein Update zu einem Free LC, also ein Gratis-Update, was in Februar dazukommen soll mit neuen Items. Und das ist geil. Und damit würde ich das Video jetzt beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und hauen rein und tschüss.